Fußball 2000, wir sind wieder da und wir haben Bock langsam wieder ein bisschen über die Eintracht zu sprechen. Trainingslager, Transfers, mögliche Aufstellungen, Viererketten, Fünferketten, Sechserketten, Siebenerketten, Achterketten, Neunerketten, Zehnerketten. Wir gehen mal ins Cosmic rein. Marvin und Christopher Michel Official sind schon da und ich bin sehr gespannt. So ein bisschen Summer Mode ist noch da, aber langsam fängt es wieder ein bisschen an zu kribbeln. Fußball 2000, wir sind wieder da, endlich wieder, man könnte fast sagen, quasi live. Heute am Montag aufgenommen, abends um 18 Uhr, schon bei euch in diesem YouTube. Und liebe Leute, wenn ihr aktuelle Infos haben wollt, rund um Transfers, aber auch rund um die heißesten Eintracht-Gerüchte, die der HR so ausgegraben hat, folgt unserem WhatsApp-Kanal. Da gibt's alles, was ihr braucht, aber alles, was ihr braucht, gibt auch jetzt in Sachen Eintracht. Und wir gehen direkt rein, denn die Eintracht ist im Trainingslager in den USA und da haben wir unseren Kollegen Sebastian Ried, der hat brandheiße Infos für uns. Ja, hallo hier aus Kentucky. Ich bin hier an den Trainingsplätzen der Eintracht und ich kann euch mal ein bisschen so erzählen, was hier die letzte Woche so passiert ist. Es gab ja ein Testspiel in Juarez in Mexiko. Das ist schon sehr anstrengend. Da musste man runterfliegen, 3 Stunden, dann wieder 3 Stunden zurück. Aber 2-1 gewonnen. Ansonsten ist hier in den Trainingseinheiten, finde ich, viel Druck dahinter. Das ist schon sehr intensiv. Man hört auch in den persönlichen Gesprächen immer wieder das Wort Punch. Also ich glaube so ein bisschen, dass man hier bei der Eintracht schon verstanden hat, was die Fans in der vergangenen Saison kritisiert haben und dass man das versucht aufzunehmen und umzusetzen. Ob das dann gelingt, werden wir sehen. Ansonsten Gewinner der Vorbereitung für mich bislang Matanovic. Der hat wirklich eine unglaubliche Präsenz vorne in der Box. Der kann die Bälle festmachen, ein bisschen so wie Sebastian Allaire. Bringt auch eine neue Note mit ins Spiel, weil du auch mal eine Flanke auf ihn schlagen kannst, weil er kopfballstark ist. Der schweißt hier im Training die Dinger verlässlich ein. Klar, im Testspiel gegen Juarez hat er 3 Möglichkeiten gehabt. Da hätte er mindestens mal eine von machen müssen. Aber wird auf jeden Fall eine Option sein, wo der sich dann einreiht. Ekitike, Mamouche, Konkurrenz ist riesig. Aber ich glaube, dass der tatsächlich eine realistische Chance auf die Startelf hat. Hinten Rasmus Christensen, da darf sich die Eintracht auf ein echtes Kraftpaket freuen. Der hat Oberschenkel, Junge, 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 und zieht die Hose auch ganz weit hoch, hat so einen leicht gebückten Gang, wirkt sehr, sehr furchteinflößend. Dann Amenda, spricht er sich, glaube ich, aus, oder Amenda, ich glaube, er hat Amenda gesagt. Habe ich jetzt einmal bei einer Einheit gesehen, ist ja sehr, sehr groß, 1,97, hat aber dafür eine tolle Ballbehandlung und eine absolute Ruhe. Beim Testspiel gegen Juarez hat Topmöller mit Viererkette spielen lassen. Das ist jetzt nämlich die nächste Frage, ob er das ändern wird. Ich glaube, er wird es versuchen. Er wird versuchen, auf Viererkette umzustellen. Zumindest hat das der Test gezeigt. Das Spielermaterial, dafür hätte er ja jetzt auch eher als in der letzten Saison oder seine Vorgänger. Deswegen glaube ich schon, dass das eine deutliche Option ist, mit Viererkette zu spielen. Dann wäre natürlich die Frage, was passiert mit Tuta? Ist er so stark, dass er sich gegen Koch, Pacho und Amenda durchsetzen kann? Weiß ich nicht. Gibt die Möglichkeit, dass Topmöller ihn vielleicht auf die 6 zieht? Das hat er zumindest in der zweiten Halbzeit beim Testspiel gegen Juarez gemacht und ihn da mal testet. Könnte ich mir vorstellen, dass das in den nächsten Testspielen eventuell noch häufiger passieren wird. Und ansonsten, ja, was habe ich noch vergessen? Ja, eine Sache will ich euch unbedingt noch ans Herz legen. Falls ihr noch nicht die Pressekonferenz von Christensen hier aus dem Trainingslager gesehen habt, dann guckt da unbedingt mal rein. Es ist überragend. Da erzählt er, wie er sich im Vollsuff ein Tattoo auf den Oberschenkel hat stechen lassen, ein Wikingerhelm. Also wahnsinnig sympathischer Typ. Und ich bin mir zu 1000% sicher, wenn der nur eine halbwegs ordentliche Saison spielt, wird das der absolute Publikumsliebling in Frankfurt. Tja, interessant. Also was der Sebastian Ried da so zu erzählen hat aus den USA. Ich bin ein bisschen gespannt, wie sich das übersetzen lässt, weil er redet ja relativ positiv. Er hat ein paar absolute Newcomer bzw. herausragende Leute, die er hervorgehoben hat. Unter anderem Matanovic. Lieber Christopher Michel, ich bin froh, dass du wieder da bist. Gute. Schön, du siehst fast braun gebrannt aus, ein bisschen rot bist du auch. Das kennen wir so, so sehen wir jetzt mir auch. Mein Lieber, was sagst du, Matanovic, könnte das jemand sein für die Startelf? Boah, also Startelf finde ich schon
jetzt sehr weit. Der Junge kommt aus einer echt geilen Zweitligasaison, muss man ehrlich sagen. 14 Tore, 7 Vorlagen. Die Rückrunde, glaube ich, die war eine Art Hype-Train bei den Fans. Ja, die haben richtig Bock auf Matanovic. Aber mit diesen Gewinnern der Vorbereitung, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil die wurden dann oft der Verlierer der Saison. Deshalb gebe ich diesen Stempel nicht an Matanovic. Ich glaube aber, dass die Eintracht mit ihm ein Puzzleteil bekommen könnte, was sie so sich von Kalajdzic erhofft hatte, was dann leider nach wenigen Wochen am Knie zerschellt ist. Weiterhin gute Besserungen an ihn und dass er irgendwie nochmal auch zurückkommt nach dieser schweren Verletzung, aber voll auf Matanovic gerichtet. Ein neues Element. Ich finde, man hat es gegen Juarez in dem Testspiel auch gesehen, dass er auch was anzufangen weiß mit langen Bällen, die abzulegen. Er probiert es auch permanent. Und Startelf sehe ich ihn jetzt noch nicht, aber so erstmal ein guter Joker, der die ersten Minuten sammelt und vielleicht hoffentlich dann bald sein erstes Tor erzielt. Ja. Sowas sehe ich in ihm schon. Aber das ist schon geil, ne? Man muss schon sagen, da hat sich die Eintracht echt gut gemacht. Sie hat ihn ja frühzeitig verpflichtet, St. Pauli, dann weiter nach St. Pauli verliehen erst nochmal. Dann zum KSC dort, hat er in der zweiten Liga wirklich nochmal für Furore gesorgt. Hat sich selbst, auf ein anderes Level nochmal geschossen, kann man sagen. Und jetzt Vorbereitung fit für die Eintracht, junger Dachs auf jeden Fall. Basti Matanovic, das ist doch ein Spieler, ein Stürmer deiner Güte. Ja, und jetzt will ich natürlich von dir, lieber Basti, wissen, siehst du Matanovic vielleicht weiter vorne als der liebe Chris? Oder würdest du sagen, ja, macht mal halblang, das ist einer, der auf jeden Fall reinkommen kann? Ich würde auch sagen, dass man mal halblang machen muss, aber alleine, dass man halblang machen kann, ist was, was mich schon beruhigt. Weil selbst wenn ich Matanovic jetzt nicht in meine virtuelle Startelf stelle, habe ich immer noch zwei Stürmer in der Startelf mit Hugo und Omar. Das heißt, im Endeffekt ist ja ein Matanovic nice to have in der Situation und gerade für verschiedene Spielsituationen vielleicht wichtig. Sebastian hat es ja angesprochen, die Eintracht hat jetzt eine weitere Möglichkeit, einfach mal manchmal, wenn es nicht klappt, wenn du on a cold night in Augsburg spielen musst, ja, dann klatschst du halt mal eine Halbfeldflanke rein und hast jemanden. Und ich muss schon sagen, Sebastian, als du den Namen Haller erwähnt hast, habe ich schon ein bisschen Gänsehaut bekommen. Weil Matanovic muss den Ball vielleicht gar nicht reinklatschen, sondern er kann ihn vielleicht annehmen, ablegen und dann haben wir, glaube ich, eins genug im Kader. Das sind junge, wuselige Hybridstürmer, die dann diese Ablagebälle vielleicht verwerten können. Also ganz im Ernst, letztes Jahr habe ich gefühlt als Stürmerliebhaber ein Puzzle ohne Puzzleteile zusammensetzen müssen. Stürmer! 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 Jetzt hat man wenigstens zwei, drei Puzzleteile, wo du das Gefühl hast, ey, wer weiß, vielleicht ist Matanovic auch jemand, der Omar Mamouche vielleicht ein bisschen entlasten kann, wenn es mal gegen bullige Innenverteidiger geht, wo Mamouche nicht der Einzige ist, der sich da aufreibt, wo Etikete sich fallen lassen kann. Ja. Also du hast unglaublich viele neue Möglichkeiten. Unter anderem auch durch Matanovic. Super, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Matanovic, echt ein Spieler, auf den wir uns, glaube ich, alle mit seiner Robustheit freuen können. Auch hier, auch ein Bratte. Ist auch ein Bratte. Der setzt sich in die Pressekonferenz und sagt, ja, mal ein bisschen Balkan-Mentalität. Weil auch das hat der Eintracht letzte Saison ein bisschen gefehlt. Klar. Ja, ein bisschen dieses Draufgängerische, dieses Dreckige. Ja, nein, auch ein bisschen zu sagen, Witzel, komm, was, genau. So. Trotzdem, und auch wenn dir in Augsburg ein Augsburg-Spieler bei minus 16 Grad ein Eisbein gibt, gibt der dir 3 zurück. So, also. Hoffen wir, dass es so kommt. Trotzdem, ich finde es trotzdem wichtig, dass du so ein bisschen die Einordnung gibst. In der Vorbereitung, Vorbereitungsgewinner waren schon viele. Jens-Peter Heuge unter anderem. Ne? Besuschkow. Also da waren wirklich einige dabei. Gretzky erinnere ich mich auch mal, wo einige schon gesagt haben, also muss man aufpassen. Aber jetzt mal auf dem Papier gesprochen. Wenn da ein Junge kommt mit 14 Toren aus der zweiten Liga und 7 Vorlagen und einfach gewisse Grundelemente, was auch einen klaren Kopf, so blöd sich das immer anhört, aber gut, einen klaren Kopf. Der Junge weiß, was er will, der Junge weiß, dass er aber auch Zeit braucht. Er sagt auch, ich komme hier nicht her und will sofort 30 Startelf-Einsätze, sondern er weiß. Auch nicht. Genau. Weißt du, wir haben ihn ja gar nicht. In der letzten Saison haben wir Spieler in Situationen gebracht. Ich erinnere mich an den Gangkamp, der viel zu früh, viel zu wichtig funktionieren war. Musste. Und dann daran ein bisschen gescheitert ist. Das muss Matanovic ja nicht. Mhm. Der kann ja, wenn der kann ja dann quasi eingewechselt werden. Mal in der 70. Minute, dann vielleicht mal in der Halbzeit, situativ, wenn du zurückliegst. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, Matanovic ist Stürmer Nummer 1 und wenn der nicht funktioniert, bricht dir der ganze Laden auseinander. Genau. Sondern ich glaube, die Gedankenspiele, die ersten Gedankenspiele sind eine Startelf ohne ihn, was ja für ihn dann auch ein bisschen Druck rausnimmt. Finde ich total gut, aber ich glaube, es ist total wichtig. Aber was du ja auch sagst, in Sachen Stürmer sind wir mittlerweile ganz gut besetzt. Ich glaube, da muss auf dem Transfermarkt erstmal nichts mehr passieren. Wir gucken gleich noch über ein paar neue Spiele, die es sonst so bei der Eintracht noch gibt. Ein anderer interessanter Aspekt, den Sebastian hier erwähnt hat, ist die Möglichkeit einer Viererkette. Das ist ja etwas, was immer wieder versucht wurde, in der letzten Zeit auch oft gescheitert ist. Lieber Chris, würdest du sagen, dass das wirklich in Optionen gezogen wird jetzt aktuell?
Der Transfer von Rasmus Christensen, die Leihe, ist ja jetzt erstmal mit einer Kaufoption versehen, soll ja sogar kostenfrei sein, diese Leihe, natürlich immer versehen mit Gehalt und allem. Ganz kurzer, und dann, ganz kurzer Input, ganz wichtig, genau. Gehen wir nämlich genau schon rein, 27 Jahre alt, kommt von Leeds, war zuletzt an AS Rom ausgeliehen, genau. ist ein Rechtsverteidiger. Hat auch schon mal links gespielt, aber Rechtsverteidiger hat aber lustigerweise bei der AS auch im rechten Mittelfeld eher gespielt. Ne? Weil die auch diese Dreierkette offenbar hat. Genau. Mit Schienenspielern, je nachdem, wie man sich das zusammenreimen kann. Also das ist ja schon mal erstmal gut. Du holst dir einen Spieler, der mal auf dem Papier ein echter Rechtsverteidiger ist, der aber offenbar auch die Schiene beackern kann, weil er ja auch selbst über sich sagt, dass er laufstark sei, dass er Power habe. Der aber Schenkel auch wie ein Bulle. Schenkel wie ein Bulle, Sebastian Ried, versehen ja mit einem Tattoo. Ja. Mit dem Wiki. Also irgendwie, der hat eine ganz coole Mentalität. Zeig deinen Schenkel. Scott Hall Tattoo, Alter. Ganz klar geworden. Aber offen kann auch Deutsch. Finde ich auch übrigens bei allen Neuzugängen sehr bemerkenswert. War sehr wichtig, dass er jetzt auch mal wieder nicht immer mit Dolmetscher da die Pressekonferenzen machen. War halt Salzburg werden. Unter anderem. Salzburg, Ajax, also gut geschulter Junge. Ob er die Eintracht verstärkt, werden wir sehen. Aber was er auf jeden Fall bringt, ist die Möglichkeit, jetzt mal die Viererkette spielen zu lassen, weil du einen echten Rechtsverteidiger hast. Und auf links hast du zumindest auf dem Papier drei Jungs, die das ja auch in der Vita stehen haben mit Nkunku, mit Philipp Max und mit Nathaniel Brown. Und deshalb hast du jetzt die Möglichkeit der Viererkette und bist deshalb an und für sich jetzt auch, finde ich, in der Abwehr ziemlich gut aufgestellt und musst eigentlich fast nur noch dann reagieren, wenn wirklich noch ein unmoralisches Angebot für William Pacho reinkäme. Ja. Und auch da hat man ja offenbar mit Kouliarakis schon sehr weit vorgearbeitet, dass es da dann auch einen Transfer geben könnte, wenn Pacho noch gehen sollte. Also da würde ich jetzt mal sagen, ist man aktuell in einem Entspannungsmodus durch diesen Transfer von Christensen gekommen. Entspannungsmodus immer gut. Schreibt immer in die Kommentare, was ihr zu dem Transfer sagt. Ich finde auf jeden Fall, dass es eine super Sache ist, in der Rechtsverteidigerposition jemanden erfahren und zu haben. Der ist natürlich genauso alt wie Buta. Ne? Es ist tatsächlich genau das gleiche Alter. Es ist genau die gleiche Position. Basti, ist dein Gefühl denn, dass wir endlich unsere lange Leidenssuche beendet haben auf der Rechtsverteidigerposition mit einem Christensen, dänischer Nationalspieler? Also ich finde ihn als Typ eigentlich schon mal auf den ersten Blick ziemlich interessant. Ja. Also ich glaube, dass die Mentalität, die wir eigentlich im zentralen Mittelfeld einkaufen wollten, hat man vielleicht jetzt ein bisschen auf die rechte Seite verlagert. So sagt, okay, der steht ja trotzdem mit auf dem Platz und kann vielleicht auch so ein bisschen diese Brustraus-Mentalität bringen, die uns vielleicht in Saarbrücken letzte Saison zum Beispiel gefehlt hat. Ja, wirkt auf jeden Fall so. Man muss abwarten, wie er sich einfügen wird. Was die Viererkette betrifft, Marvin, wir beide machen auch schon zu lange zu viele Sendungen, als dass wir beide guten Gewissens und völlig naiv in so eine Viererkettenwiese reinlaufen könnten und sagen dann, lalala. Ich glaube, Marvin, wir schauen uns die Wiese mal an. Ja. Genau. Aber wir sind dann auch nicht schockiert, wenn wir dann doch über einen Fünferkettenacker dann wieder laufen müssen. Das ist der typische Frankfurter Acker. Weil am Endeffekt, auch hier, wie wir es vorhin im Sturm hatten, hast du beide Möglichkeiten. Genau. Du hast mittlerweile mehr Spielertypen, du hast aber auch mit Amendan jemanden, wo du sagen kannst, okay, die drei kann ich mir auch in einer Dreierkette vorstellen. Mit Koch in der Mitte, Pacho links, Amendan rechts. Ja. Der Tuta gibt es auch noch. Also dann hast du ja vergessen. Gut. Tuta habe ich so das Gefühl, der soll jetzt irgendwie fast schon ein bisschen in die Sechserposition narrativt werden. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Mal gucken. Ja, nee, aber man braucht ja auch Auswechselspieler. Haben wir auch letzte Saison gemerkt. Ich bin, was das betrifft, noch relativ entspannt, weil ich glaube, dass auch in Vorbereitung viele Diskussionen geführt werden, wo wir in 4 Wochen schon wieder gar keine Ahnung haben, warum die überhaupt mal geführt wurden. Ich glaube, das wird sich jetzt auch rauskristallisieren jetzt noch. Alleine, dass die Eintracht die Optionen hat. Und das ist für mich ein großer, großer Unterschied zu den Sendungen, die wir letzten Sommer gemacht haben. Ja. Wo du das Gefühl hattest, die Option haben wir da nicht. Du hast kurz vor Schluss noch eine verloren. Du hattest auch irgendwie auf den Außenbahnen nicht die Lösung gefunden. Es war unrund irgendwie die ganze Zeit. Du hattest so ein bisschen das Gefühl, du konntest schon eine Startelf rausbasteln. Aber diesen Sommer habe ich das Gefühl, okay, die ein oder andere Baustelle könnte zumindest auf den ersten Blick, man weiß es natürlich nie, aber auf den ersten Blick geschlossen sein. Wo du das Gefühl hattest, okay, wenn ich mich jetzt hinsetze, fange an, meine Traumaufstellung zu machen, dann kann ich, das macht schon ein bisschen Sinn irgendwie. Und Bock auch. Und also ich merke auch ganz ehrlich, dass ich auch euch vermisst habe. Ich habe schon wieder ein bisschen Bock, Alter, so ein bisschen Bock auf Fußball. Und das war, ehrlich gesagt, gegen Ende der letzten Saison und jetzt in den ersten Folgen. Weg.
Es war ja auch spielerisch nichts, wo du angezündet warst, das muss man sagen. Wir haben uns da so durchgeangelt. Aber diesen Hype, den merke ich bei ihm auch so ein bisschen. Wenn du das auch so ein bisschen angehört. Vor allem hast du voll viele Spieler. Du hast jetzt, ich meine, wir haben jetzt erst über zwei gesprochen, Matanovic und Christensen. Es gibt ja noch viel mehr Spieler. Das machen wir. Du leitest, gibst mir die Überleitung. Und zwar haben wir einen neuen Spieler, und zwar Højlund. Ne? Højlund, ja. Der gute Herr Højlund. Winter is coming. Winter ist ein zweiter vorne, ne? Dementsprechend. Ihr seht, ja, ich denke, Winter is coming in Stamme. Wunderbar, ja, alter Mathmaster. Rasmus ist ja sein Bruder, der kickt bei Man U, relativ erfolgreich, aber bei Atalanta Bergamo. Ja. Krasser Stürmer gewesen. Sein anderer Bruder Emil ist bei Schalke 04. Und der Heule und unser Heule und ist tatsächlich im defensiven und zentralen Mittelfeld anzutreffen. 19 Jahre, kommt von Kopenhagen. 1,3 Millionen Ablöse, roundabout. Was man so hört. Haben sogar gehört, unter einer Million. Also da wird auch mal gesagt, von einer halben Million. Ja. Da sind immer viele Ablösen. Die eine Seite gibt vielleicht ein bisschen zu viel, die andere ein bisschen zu wenig. Aber sagen wir mal, unter einer Million hat man den jetzt erstmal zu sich geholt. Aber was gibt er uns? Ja. Was ist das? Und das finde ich. Das ist meine Frage. Eine wichtige Frage. Also erstmal gibt der Eintracht natürlich noch nicht sonderlich viel, weil der Junge wird jetzt erstmal gerade körperlich aufgebaut. Der hat jetzt fast nur individuell trainiert. Ich glaube, da sind jetzt erstmal die Physios vor allem gefragt, den ein bisschen aufzupäppeln. Dran zu gewöhnen, was hier so gefragt wird. Also ich glaube nicht, dass wir ihn so schnell auf dem Platz erleben werden. Aber was er dir erstmal bringt, 19 Jahre jung, kommt vom FC Kopenhagen, ganz so schlecht ist diese Mannschaft nicht. Hat ja auch letztes Jahr Champions League gespielt, da durfte er schon ein paar Minuten schnuppern. Generell werden, seitdem Markus Krösch auch da sind, gerne Skandinavier. Ja. Dazu geholt. Das ging mal gut schon, das ging aber auch mal schlecht. Hauge, wie gesagt. Ja, das ist eine gemischte es ist halt eine, ja, wobei Larsson und Lindström schon überwiegen, auf glaube ich. Das muss man schon sagen. Und dieser skandinavische Markt bringt dir halt meistens schon gute Jungs zumindest straight mal hervor. Straighte Typen, die haben eine gewisse Mentalität, die haben auch den Biss, die wollen irgendwann in der Premier League landen, wie der Bruder Højlund. Und daher lassen wir uns mal überraschen. Ich würde mal sagen, er ist so ein bisschen einer, könnte ich mir vorstellen, dass er herangeführt wird. Und wenn Hugo Larsson vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren geht, dass du dann vielleicht sogar schon einen Ersatzmann für den herangebaut hast, selbst jetzt aus deiner eigenen Reihe, weil er auch eine Art Box-to-Box-Player sein soll. Aber den müssen wir noch komplett kennenlernen. Also da bin ich auch tatsächlich wie alle Fans bei Null. Ja. Und wir konnten auch noch gar keine Eindrücke im Training sammeln, weil er, wie gesagt, bislang nur individuell gearbeitet hat. Aber das ist eine super Einschätzung, denn ich finde, genau darüber muss man halt auch sprechen, weil so ein bisschen die Erwartungen ein bisschen bremsen, ne? Weil wir sind mittlerweile immer bei Scandi-Spielern, sind wir schon auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Hype-Train, weil wir es gesehen haben, dass es gut funktioniert. Bei Højlund ist es aber tatsächlich so, ne? Der hat halt erst eine Saison wirklich im Profibereich gespielt, hat natürlich dann Champions League auch Erfahrungen gesammelt, aber vielleicht muss man auch sagen, er macht die komplette Vorbereitung mit und wird dann vielleicht auch ein Jahr einen Zweitligisten verliehen, und wenn der ihm Spielpraxis zusichern kann, dann wäre das tatsächlich total etwas, was für uns wäre. Ne? Muss man überlegen. Also ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Ne? Das wäre gar nicht schlecht. Also das ist wirklich mal einer, den kannst du auch als Perspektivtransfer tatsächlich verkaufen, ohne zu sagen, du versteckst dich da hinter irgendeiner Aussage. Also da ist von der Laie, bis man sagt, man lässt ihn auch ein halbes Jahr hier erstmal heranreifen und ranschnuppern, ist noch alles möglich, wird sich jetzt nach den USA, denke ich, dann mal zeitnah entscheiden. Cool. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ein anderer Spieler, da sind wir, glaube ich, alle gespannt. Ich glaube, gespannt ist, glaube ich, das Wort, was meistens in Podcasts fällt. Und wir machen es weiter neben tatsächlich. Auch das Wort tatsächlich wird noch häufiger vorkommen. Aber Basti, tatsächlich ist es ja so, dass wir einen offensiv aus den Vollen schöpfen können. Und da ist ein Spieler aus Nürnberg gekommen, Can Uzun. Und wenn ich unseren Chat angucke, da kribbelt es dich auch ein wenig bei ihm, denn 19 Jahre mittlerweile. Ne? 19 geworden. Ich weiß nicht genau, warte mal, ich guck mal nach. Also es ist auf jeden Fall ein sehr junger Dachs. Schreibt mal in die Kommentare, ob er jetzt 18 oder 19 geworden ist. 30 Spiele letzte Saison gemacht, 16 Tore in der zweiten Liga. Unfassbar wichtiger Spieler für die Nürnberger auch. Und eine Präsenz. Und dazu kommt, dass ich bei all diesen Media-Sachen, die ich jetzt schon bei der Eintracht gesehen habe, dass er auch, weil er auch bei uns kurz hat, ein kleines Spiel mitgemacht. Also bei Can Uzun muss ich sagen, das ist ein mega sympathischer Typ. Und ich erwarte mir ein bisschen was und habe Hoffnung auf Großes, lieber Basti. Tatsächlich würde ich dann aber hier gerne den Bremser bei Uzun spielen, wie du das eben gemacht hast, weil unabhängig davon, dass er vielleicht viel mehr gekostet hat und dass er eine der heißesten Aktien so im Jugendbereich war, wo viele Leute dran waren und er sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, weiß ich nicht, ob wir diese Saison schon Wunderdinge von ihm erwarten sollten oder ob wir diese Erwartungen einfach nicht
eins weitergeben an die, die vorher schon da waren. Zum Beispiel denke ich dann lieber an JB, der hat, konnte sich hier dran gewöhnen. Vielleicht ist der eher in der Lage. Und bei Usum bin ich entspannt. Weil ich glaube, dass meine Erwartungen nicht so sind, dass der unfassbar viele Spiele in der Hinrunde macht, sondern dass er aber einfach sich an diese Bundesliga jetzt gewöhnt, dass er sich an die Mannschaft gewöhnt, dass er sich an die Abläufe gewöhnt, dass mit ihm ein neues System wächst und dass er ähnlich wie Matanovic halt dann mal reinkommt für diese Halbposition hinter den Stürmern. Ja. Dass er sich da ausprobieren kann, dass er auch zeigen kann, wo er sich vielleicht am wohlsten fühlt, dass er das sehen kann. Aber dass er jetzt vielleicht in der Hinrunde schon 5 Tore macht und im Europapokal uns irgendwie verzaubert, die Erwartung habe ich noch nicht, was nicht heißt, dass ich so ein Invest auch irgendwann auszahlen muss. Also ein Verein wie Eintracht Frankfurt, wenn du so viel Geld in die Hand nimmst, wenn du so viele Vereine ausstichst, dann ist natürlich die Erwartung dabei, dass sich das irgendwann auszahlt. Aber hier will ich auf jeden Fall auch, weil ich merke das auch bei mir selber, dass die Erwartungen sehr, sehr hoch sind, dass es ein neuer Star werden könnte. Wird er vielleicht, aber vielleicht nicht direkt in der Hinrunde. Bassi spielt offiziell den Bremser, das ist ja auch mal was Neues. Aber es bietet die Situation natürlich an, weil wir relativ viele Offensivspieler haben. Aber Chris, kannst du es nochmal einordnen für diejenigen, die beispielsweise ganz egoistisch nur die erste Liga verfolgen und nicht so die zweite gesehen haben, was er da so alles zu leisten imstande ist? Tatsächlich nämlich ein Spieler, der hinter den Spitzen spielt, eher so im offensiven Bereich und nicht direkt ein Stürmer ist. Im Endeffekt. Genau, das ist jetzt kein Neuner, das ist hängende Spitze, könnte ich mir gut vorstellen. Er selbst sagt ja gerne halb links. Ja. So ein bisschen, um in diese Räume zu ziehen, was er dir schon mal bringt. Das hat man nicht nur in den Testspielen gesehen, das habe ich auch nach den ersten Trainingsbeobachtungen gesehen. Es ist völlig egal, auf welchem Fuß dieser Ball kommt. Du weißt gar nicht, ich glaube, das ist so ein Spieler, gab es ja auch mal mit Ousmane Dembélé, der mal gefragt wurde, was ist dein starker Fuß? Und er gesagt hat, ich weiß es nicht. Und das Gefühl habe ich bei Schalke. Bei mir auch nicht. Weiß ja gut. Auch keiner. Das haben da auch viele gesagt. Die haben gesagt, ich habe zwei linke Füße. Da sage ich, der hat halt eher zwei rechte Füße. Ja. Nein, also Wahnsinn. Und im Testspiel hat man ja auch gesehen, was er dir bringt, ist eine Gradlinigkeit, was seinen Torabschluss angeht. Also das ist ja wirklich, der fackelt nicht lange, der Junge, der weiß, wo die Tore stehen. Er bringt dem, finde ich, auch Spielwitz mit. So eine Art Kreativität. Geil. War der schöne doppelte Doppelpass gegen Juarez mit Jaibi, wo du auch gesehen hast, das ist ein Zocker, die finden sich. Die haben auch schon Bock alle miteinander. Ich finde es total schwer, bei Can Usun diesen Hype-Train irgendwie auf eine Bremse zu treten. Was einfach auch damit zusammenhängt, dass dieser Junge selbst gar keinen Bock hat, auf die Bremse zu treten, was seine Entwicklung angeht. Also ich verstehe total, sage ich mal, diese Vorsicht auch irgendwie, dass man sagt, ja, 18 ungeschliffene Juwel und so, aber Basti sagt auch völlig richtig, du hast ausgestochen in letzter Instanz Leverkusen und zwar damit, dass Leverkusen ihm angeboten hat, wir lassen dich hinter Wirtz ein Jahr reifen und dann nimmst du diese Rolle ein, das wollte er nicht, weil er halt eben bei der Eintracht dann offenbar die Perspektive auch bekommen hat, hier warten wir nicht ein Jahr mit dir oder ein halbes Jahr mit dir. Hier geht halt die Post von Beginn an ab. Alexander Schur sagte gleich beim Training, das ist ein Kandidat für die Startelf gegen Dortmund. Und ich sage daher, wenn ich meine, ich weiß, ich verstehe total dieses Hin und Her, aber es, jetzt ganz kurz, das ist ein Rieseninvestment, was man jetzt eingegangen ist. 11 Millionen Sockelbetrag, mit Boni kann das 14 Millionen werden. Es ist völlig egal, aus welcher Liga so ein Junge kommt. Dieser Junge kommt hierher, der will durchstarten, der soll durchstarten und das nicht erst ab Winter, vielleicht nicht am 23. August in Dortmund oder am 24. August in Dortmund. Aber ich würde mal sagen, spätestens nach der Länderspielpause, die ja schon zweiter, dritter Spieltag ist, wird Usun einer sein, der in diese Startelf reinstrebt und das auch will und aktiv fordert. Daher bin ich da mal nicht so ganz auf der Bremserebene, sondern sag, ja, da gehe ich schon mit einem anderen Erwartungshorizont rein. Finde ich vollkommen in Ordnung. Liebe Leute, schreibt immer in die Kommentare, was ihr sagt zu Can Usun. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir diese Hype-Situation nicht völlig eingefangen bekommen, trotz des Mahners hier rechts außen, ja, aber so ist das, beziehungsweise von euch links außen, so ist das mit der Verschiebung. Das ist mir auch lieber. Ja, also, im Endeffekt ist es total spannend zu sehen, dass wir mittlerweile diese Option haben, was ich total cool finde. Ich muss aber sagen, was mir tatsächlich gut gefällt, sind so diese Soft-Sachen. Weil ich habe das Gefühl, dass der saugut in der Mannschaft schon ankommt. Die ganzen Bilder, die ich schon gesehen habe, auch so von den Freundschaftsspielen und so weiter und so fort, ne, wo er auch super angenommen wurde. Ich habe das Gefühl, das ist jemand, der relativ leicht reinflowt in diesen Mannschaftskern. Und das ist für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja? Ja. Dass du gleich merkst, er ist irgendwie Teil dieses Ganzen. Und das hilft natürlich in Sachen Integration.
Integration. Und zusätzlich ist es ja auch so, dann haben wir noch so viele Spiele, die jetzt auch erst ihre zweite oder ihre erst anderthalbte Saison haben. Überleg mal, Ekitike ist auch noch nicht so lange da. Ja? Und ne, da hat sich jeder schon das Gefühl gehabt, okay, da hat sich jetzt so reingespielt. Das genau, heißt, Chaibi total gespannt. Chaibi auf jeden Bahoya. Fall. Bahoya, wie kommt der jetzt mit der U19-EM? Nach der U19-EM? Er hat ja Torenvorlage schon mal so ein bisschen hier reinschnuppern können. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, man verschiebt die Erwartungen vielleicht, weil wir haben auch Spieler, die noch nicht alles gezeigt haben, die aber jetzt schon ein bisschen da sind. Ja. Ich glaube noch nicht, dass wir den kompletten Chaibi gesehen haben. Ich glaube noch nicht, dass wir den kompletten Bahoya gesehen haben. Nkunku. Auf gar keinen Fall. Du hast mit Nils Nkunku jemanden. Also du hast ja viele Spieler, wo wir einfach auch Geduld haben mussten, wo es jetzt vielleicht irgendwann mal in eine Richtung geht, wo man sagt, okay, vielleicht kommt Usun gar nicht in die Startelf, weil du da Spieler hast, an denen er nicht vorbeikommt. Ansgar Knauf. Das kann sein. Ansgar Knauf, 24 weiterhin, Jahre. Auch wenn es keiner hören will. Nee, finde ich, ich bin total, also, ich bin Team Knauf. Aber von vielen Fans, die immer wieder, aber... Die Krantler in den Kommentaren, kann ja gut sein, aber 24 Jahre, mittlerweile... Nee, 24. 22 oder 23. Warte mal, wir googeln das. Das ist gut, das googeln viele Altersdiskussionen. Heute aber das schreibt immer an der Zeit euer Alter in die Kommentare, dass ihr auch mal so einen kleinen Durchschnitt kriegen. Wie alt seid ihr? Wisst ihr, wie alt ihr seid? Ja, meine, der ist 2002 Jahre. Hier googelt der Chef noch selber. Aber der ist gefühlt 22 so lange dabei bei der Eintracht, was 22. er schon erlebt hat hier in seinen 2,5 Jahren. Ja. Und ist immer noch so blutjung. Nee, du hast natürlich vollkommen recht. Hier hat der Chef selber gegoogelt. 22. Aber das hängt damit zusammen, dass ich mittlerweile schon so alt bin, dass ich das gar nicht mehr weiß. Also er ist 22, du hast vollkommen recht. Gratulation an dieser Stelle. Aber er ist halt wirklich schon so lange dabei, dass man das Gefühl hat, meine Güte, was macht Ansgar Knauf? Und er zählt mit seinen 22 Jahren tatsächlich zu den Älteren. Ganz ehrlich, Leute, wenn wir diskutieren die ganze Zeit, hat man fast schon das Gefühl, dass wir zu viele Spieler für hintere Spitzen haben. Ja, das ist richtig. Aber worauf ich wollte, weil ihr seid ja alle so, oh, das ist alles so gut und da haben wir so viele tolle Spieler und so weiter und so fort. Ich muss aber den mahnenden Zeigefinger ein wenig erheben, denn für mich ist das eine Truppe, die... Manning Mendel. Ja, die für sehr viele... Manning Mendel, warum kann ja, sehr gut, ich merke schon. Ja, also alterstechnisch waren wir heute nicht so gut drauf, aber in Sachen Spitzen... Katar freut sich schon, was er da schön basteln kann. Aber... Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht vernachlässigen dürfen, dass wir sehr, sehr viele junge Spieler haben und eigentlich mit Mario Götze und Kevin Trapp die einzigen beiden so auf einer schon internationalen Klassenebene waren, die eigentlich jetzt so den Weg leiten könnten. Und mir fehlt tatsächlich natürlich, dass wir sowohl Hasebe als auch Rode nicht mehr haben. Und ich merke, im Gegensatz zu euch, fehlt mir da die Tatsache, dass wir da einfach noch keinen haben, der irgendwie ein Ersatz sein könnte. Könnte das so ein Problem? Was meinst du jetzt, ein Sechser? Ich bleibe bei meinem Sechser. Es könnte natürlich aber auch eine andere Position sein. Ich hätte auch damit rechnen können oder man hätte auch sagen können, dass wir vielleicht in der Innenverteidigung nochmal einen alten Granden holen, der die Leute ein wenig einnordet. All das ist nicht der Fall. Mir reicht das, ehrlich gesagt. Also ich sehe ein Spielergerüst, was mir persönlich ausreicht. Ich kann es aber auch natürlich nicht so gut beurteilen. Das müssen die Leute mannschaftsintern machen. Mhm. Weil ich glaube auch, dass ein Mamouche eine große Rolle spielen kann, was diesen Teamspirit betrifft. Wir haben mit Skiri trotzdem jemanden, der wird das nicht als Lautsprecher machen, aber der wird das zumindest in den Spielen, die er letzte Saison gut gemacht hat, erinnern wir uns an das Spiel in Bremen, wo er, da kann er das zumindest fußballerisch ausfüllen. Da war Skiri der Boss. Ja, da war Skiri der Boss. Ja. So. Also ich finde schon, dass die Spieler mit Robin Koch auch, wo du sagen kannst, okay, das ist ein Gerüst, wo die jungen Spieler drumherum junge Wilde sein können. Also ich sehe diese Notwendigkeit von dem Transfer von Pascal Groß zum Beispiel durch den Christensen-Transfer nicht mehr. Weil du hast jetzt diese Mentalität, die du haben wolltest, reinbekommen für einen günstigen Preis, wenn das stimmt, dass du sagst, keine Leihgebühr. Weil wenn du es nicht erzwingen kannst, finde ich es gut, wenn du es nicht machst. Weil hättest du eine Spielertype finden wollen, die du mit Pascal Groß gehabt hättest, die hättest du, glaube ich, nicht bezahlen können, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann ist es mir lieber, wenn die Eintracht es nicht macht. Ich wehre mich natürlich aber nicht, wenn jetzt noch irgendjemand kommt. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass tatsächlich noch was passiert auf dem Transfermarkt. Aber aktuell ist da schon viel Wahres dran, was du einfach sagst, Basti, mit diesem... Ausnahmsweise. Dass man nicht nur ausnahmsweise, das weißt du auch selber, dass da gute Analysen dabei sind. Das muss man ja... Ab und zu ist da schon... Man muss mal mehr so als nur ab und zu. Aber ich glaube tatsächlich, mit Christensen, glaube ich, erhofft man sich schon diesen Vibe mit Leadership-Mentalität. Und Skiri ist schon ein Name, wo man auch sagen muss, Dino Topmöller hat ja auch die Führungsspieler bewusst in die Pflicht genommen, dass er gesagt hat, die müssen jetzt auch mal alle eine Schippe drauflegen. Von Trapp über Koch, der mehr dirigieren soll, noch mehr reinwachsen soll. Mario Götze, der vielleicht da auch wenn das kein lauter Typ ist, aber der ja trotzdem vielleicht auch noch mal eine Schippe draufpacken kann, der auch sehr frisch wirkt. Dem glaube ich jetzt auch diese ganze
lange Pause, diese 2 Monate, kein Turnier, kein nichts. Er konnte sich mal voll, auch ähnlich wie Trapp, die konnten mal voll regenerieren, mal wirklich diesen Akku runterfahren und alles. Ich glaube, dass das schon sehr wertvoll ist. Ich würde auch, solange er da ist, Philipp Max einfach immer wieder erwähnen, weil der Junge... Aber warum? Es ist ein richtig... Nein, es geht ja, so eine Kabine besteht ja nicht nur aus... Nehmen wir mal Timothy Chandler, den ich auch unheimlich wichtig für die Kabine finde. Fall. Und ein Philipp Max hat ein gutes Mindset. Der hat auch Erfahrung, der kann auch mit Leuten reden und Sachen weitergeben. Und ich sag dir ganz oft, wenn wir so über Viererkette und sowas sprechen, vielleicht bist du mal froh, wenn der Nils Nkunku seinen vogelwilden Tag mal wieder hat. Du siehst, Nathaniel Brown ist noch nicht so weit, dann bist du vielleicht gar nicht so böse, wenn du eine erfahrene Größe mit Philipp Max hast. Deshalb, also das würde ich alles nicht unterschätzen. Ich sehe die Kabine aktuell zumindest mal gut aufgestellt. Ich hatte größere Sorgen nach den Weggängen von Rode und Hasebe, finde aber gut, dass auch mal diese Neuzugänge, wie gesagt, auch mal deutschsprachig sind, mit einem gesunden Selbstvertrauen kommen und dieser Mannschaft gut tun. Wie sich das dann im Alltag darstellen wird, das werden wir alles noch sehen. Aber aktuell sehe ich diese Notwendigkeit, einen neuen Sechser erzwingen zu müssen, noch nicht. Aber wenn sich das Türchen öffnet, wird es die Eintracht tun. Ja, mal gucken. Also ich finde, du nimmst mir ein wenig die Angst und du ja auch. Ihr seid ja beide sehr optimistisch. Ich habe auf dem Transfermarkt geguckt und da gibt es ja durchaus schon den einen oder anderen, der gerade keinen Kontrakt hat, vielleicht den wir mal für 2 Jahre noch beschäftigen könnten, der internationale Erfahrung hatte. Vielleicht so ein Joel Matip nochmal für das Innenverteidigung, defensives Mittelfeld. Der hat lange unter Klopp gearbeitet. Diesen Spirit, diesen positiven Spirit könnte er tatsächlich auch vielleicht bei der Eintracht gewinnbringend einsetzen. Ich weiß, da ist Leverkusen dran, finde es aber so eine Idee grundsätzlich relativ attraktiv, weil das auch ein Spieler ist, der internationale Erfahrung gesorgt hat, der auch, du sagst ja, ne, logischerweise Deutsch spricht und so weiter und so fort. Matip ja auch ein sehr, sehr cooler Typ. Vielleicht wäre da was möglich, wir gucken mal, aber es scheint so zu sein, dass der Optimismus auf diesen Positionen relativ groß ist. Optimismus war auch relativ groß, wenn es darum geht, in die USA zu fahren, ins Trainingslager und da haben wir den Herr Sebastian Ried mal gefragt, was denn seine Einordnung überhaupt ist, warum das überhaupt gemacht wird. Ja, Lieben, ich dachte mir, wenn ich jetzt schon allgemein was über das Trainingslager in den USA erzählen soll, dann will ich wenigstens ein bisschen mit der Skyline hier von Louisville flexen. So sieht die also aus. Also man kann das natürlich kritisieren, dass die Eintracht hier ist. Das hat natürlich Marketinggründe, das hat man auch so kommuniziert. Man kann das kritisieren, weil es im Fußball mittlerweile um jedes Detail geht. Das Training wird gefilmt, es gibt Ingwerwasser zum Trinken und dann fährt man ausgerechnet in der Saisonvorbereitung nach Nordamerika, die ganzen Reisestrapazen, Jetlag, die Hitze in der mexikanischen Wüste, hier ist es auch extrem drückend. Also das ist schon alles sehr, sehr anstrengend. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade nicht so das Gefühl, dass es die Mannschaft stark belastet. Im Gegenteil, es fühlt sich eher wie ein riesengroßes Teambuilding an, weil man darf nicht vergessen, das ist noch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Viele waren noch gar nicht in den USA. Und dann gab es den Trip nach Mexiko, wo die an der Grenze zur gefährlichsten Stadt der Welt, Juarez, angehalten wurden und alle gemeinsam über die Brücke, über die Grenzbrücke am Rio Grande gehen mussten, da ihre Pässe bereithalten, Formulare ausfüllen und dann erst wieder in den Bus gestiegen sind. Und da merkt man schon, wenn man sich mit den Spielern und mit Topmöller unterhält, dass das was gemacht hat. Also es schweißt halt irgendwie zusammen, das sind Geschichten, die kann man sich noch lange erzählen. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen Kanufahren irgendwo in Österreich auf einem See nicht mit. Das darf man nicht vergessen bei der ganzen Sache. Und wenn es um Marketing geht, ich habe das Gefühl, die Eintracht hat die Orte extrem klug ausgewählt. Das sind so ein bisschen blinde Flecken, weil da normalerweise nicht viele Top-Clubs herkommen. Also in Juarez war die letzte europäische Mannschaft vor 40 Jahren da, hat der Präsident gesagt. Und die Leute kennen hier die Eintracht, viele. Also das ist ein Begriff. Die empfangen die Eintracht sehr, sehr herzlich und vor allen Dingen finden sie alle Mario Götze geil. Also das ist ein Riesenhype um ihn, das stimmt schon. Von daher, man kann das kritisieren, man kann aber auch, wenn man so wie ich das jetzt hier miterlebt hat, viele Dinge finden, die durchaus dafür sprechen, so ein Trainingslager hier in den USA zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Basti, wie würdest du das denn einordnen, dass so ein Trainingslager, also natürlich zum Start dieser Trainingssituation passiert und das doch mit allerlei Stress schon ein wenig verbunden ist, würdest du das trotzdem eher als werthaltigen sportlichen Belastungstest sehen oder ist da so ein bisschen auch Marketing irgendwie dahinter? Ich glaube, das ist beides im Endeffekt. Mhm. Also das wird so kombiniert, dass der sportliche Bereich nicht elementar leidet, hoffe ich zumindest.
Wahrscheinlich habe ich da einfach ein naives Vertrauen in die Leute, weil die Eintracht tut sich ja keinen Gefallen, wenn sie sich ihre Sommervorbereitung selber zerschießt. Nur weil sie irgendwie, keine Ahnung, nochmal drei Amerikaner haben will, die aufs Handy klicken und du dann laut Uli Hoeneß 1 Euro verdienst. Also ich glaube, dass die Eintracht das mittlerweile schon gut einschätzen kann und das, ich hoffe es einfach. Also mich hat es nicht gestört. Ich habe die Leute vernommen, die das nicht gut fanden. Ich kann das auch verstehen, aber mich persönlich hat es nicht gestört. Ich stelle mir auch als Spieler das jetzt nicht so schlimm vor, mal irgendwie eine geile Reise in den USA zu haben. Ich meine, Sebastian hat es ja gesagt, da hast du ja dann auch Erlebnisse, die dich in irgendeiner Art und Weise verbinden. So, wenn wir jetzt Fußball 2000 Ausflug in den USA machen würden, haben wir beide ja zum Beispiel bei WrestleMania schon gemacht. Da sind stressige Sachen dabei, wie 38 Stunden über Montreal zu fliegen, aber im Endeffekt war es ein geiler Trip. Also kostet halt viel Geld, aber ansonsten war es. Den Stress haben die Jungs natürlich dann auch nicht. Ich meine, die fliegen natürlich auch. Die fliegen, sag ich mal, jetzt nicht 38 Stunden über Montreal irgendwie, um dann irgendwo anzukommen, sondern das ist ja etwas gemächlicher. Ich fand auch gut, was Timo Hartung gesagt hatte, dass er auch gesagt hatte, da wird dann halt auch mal, muss man seinen Schlafrhythmus schon mal 1-2 Tage davor ein bisschen anpassen. Da muss man sich auch drauf vorbereiten. Und er hat aber auch gesagt, diese Saison wird halt nun mal auch stressig. Also ja, wir haben halt auch alleine wieder in der Hinrunde 17 Ligaspiele, 8 Europapokalspiele. Ja gut, aber da muss ich kurz rein, das ist kein Argument. Du kannst ja nicht sagen, wir machen die Vorbereitung auch stressig, weil das wird ja eh die ganze Zeit stressig. Nein, aber ich finde schon, dass er schon damit nicht Unrecht hat. Fußball ist halt nun auch ein bisschen mit Stress verbunden. Und mit Reisen auch. Und mit Reisen ist halt nun mal so. Ob man jetzt in die USA reisen muss, das ist auch eine Typsache. Was man aber hört, ist, er hat trotzdem sehr straff die Zügel angezogen, Dino Topmöller mit seinem Trainerteam, wo ja auch jetzt ein Xaver Zembrot als wichtige Instanz mit reingekommen ist. Und sie haben trotzdem auch ihre Doppeltrainingstage gehabt, jetzt Samstag und Sonntag jeweils, also 4 Einheiten. Ich glaube schon, dass auch neben diesem Marketing-Aspekt, den wir jetzt vor allem in New York sehen werden, also ich gehe mal davon aus, dass rund um die New York-Tour mal ein bisschen auch mal der Geist freigepustet wird für die Jungs, da vielleicht auch mal die ein oder andere richtige Gruppenaktivität stattfindet. Aber jetzt die ersten Tage in Kentucky und auch das Ding in Mexiko, das hat man schon richtig angegangen und nicht nur, um in die Kamera zu winken. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, was du sagst, denn es ist natürlich genau so, dass wahrscheinlich beides passiert und was mir ganz gut gefällt ist natürlich, und das ist ja unbestritten, die haben wir auch gesehen, die haben wir auch kennengelernt, dass es einen Fanstamm in den USA gibt, die Eintracht-Fans sind und die auch überall mit hinreisen, habe ich ein paar Bilder gesehen, da hatten wir unter anderem Chris, der ja auch für was für unseren Instagram-Kanal gemacht hat, viele Grüße an dieser Stelle. Allein dafür ist es natürlich total geil, für alle amerikanischen Eintracht-Fans, dass die dann dabei sind, auch nah mit in der Interaktion kommen, das ist auf jeden Fall total cool. Also insofern, wir müssen mal sehen, wie sich dieser Trip auswirkt. Ich glaube auch, alle sind Profis genug, dass das jetzt kein schlauchendes Brett sein wird. Die werden auch ihre Relaxer-Momente haben. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Aber ich sage mal so, als Marke Eintracht Frankfurt sich international zu positionieren, hat natürlich seins. Ich finde aber, ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, den wir hier bei Fußball 2000 noch gar nicht behandelt haben, ist die Tatsache, dass ein neuer Dino Topmöller, jetzt ein bisschen mehr mit Bart, ein bisschen rauer, so dieses Gefühlige, scheint jetzt anders angekommen zu sein. Ich habe das Gefühl, es ist ein anderer Dino Topmöller. Aber er hat auch Co-Trainer an seiner Seite. Du hast eben euch angesprochen, Zembrot beispielsweise. Was ist denn euer Gefühl dafür? Ist es der Weg in eine relaxtere Saison, die uns vielleicht mehr positive Momente beschert, Basti? Hast du ein kleines Gefühl, was du preisgeben willst? Also als die Gerüchte aufkamen, ich erinnere mich an unsere Folge im Townshouse West, habe ich noch ganz klar gesagt, das ist mir völlig egal. So, das wird für mich nicht den kompletten Bock in die richtige Richtung umstoßen. So ein bisschen muss ich diese Meinung, die ich da hatte, aufweichen, weil alles, was ich bis jetzt lese, geht zumindest in die richtige Richtung. Dass man das Gefühl hat, okay, man muss dieses Offensivspiel, wo es ein bisschen gehapert hat, irgendwie ein bisschen verbessern. Und wenn er derjenige ist, der die Expertise bringen kann, dann bin ich der Letzte, der da nicht zugeben kann, dass ich mich geirrt habe und sagt, ey, vielleicht war der doch wichtiger, als ich es im ersten Moment dachte. Bei mir bleiben trotzdem leichte Zweifel zurück, weil das trotzdem auch so ein bisschen, und das muss moderiert werden, die Autorität von Topmöller trotzdem untergraben kann. Wenn ich sagen muss, ich muss jemanden dazu holen, weil ich habe das im letzten Jahr irgendwie nicht so gut gemacht. Das hat irgendwie für mich trotzdem so einen merkwürdigen Vibe, der natürlich ganz schnell weg sein kann. So, wenn das funktioniert und wenn die sich irgendwie einig sind, wer welche Position hat und wenn Topmöller irgendwie seine Rolle gefunden hat, was ja auch nicht so einfach ist in der ersten Saison, jetzt in der zweiten, dann bin ich der Letzte, der da meckert. Ich hinterlege nur leichte Irritationen, was dieses Gesamtkonstrukt betrifft, weil es wird immer so selbstverständlich getan. Na ja, klar, wir haben das Problem erkannt, jetzt holen wir uns einen neuen Co-Trainer dazu, den hätten wir eigentlich auch letztes Jahr schon holen können, haben wir aber ein bisschen vergessen, ohne den kann Topmöller das aber nicht machen. Es ist gut, wenn man Fehler korrigiert und man hat es in dem Fall getan und man muss dann auch dazu stehen und das ist auch super.
Mir fehlt nur noch so ein bisschen die Fantasie, wie das dann im Alltag umgesetzt wird. Wenn ich sage, okay, ich bin Cheftrainer, gleichzeitig hole ich aber jemanden dazu, der dann in der Öffentlichkeit sagt, ja, ich habe schon Ahnung von Offensivspielen und weiß, wie man hier, und jetzt machen wir im Training plötzlich Rondos und... Man darf also bei der Personalie nicht vergessen, was schon mal gut ist, die beiden haben ja 2,5 Jahre sehr eng zusammengearbeitet, in Leipzig genau Punkt, ja. Und in München. Also das heißt, Dino Topmöller hat jetzt nicht irgendjemanden da vorgesetzt bekommen, mit dem er noch nie zu tun hatte, sondern er kennt Xaver Zembrot, Timo Hardung und Xaver Zembrot kennen sich sehr lange, dadurch auch Markus Krösche. Xaver Zembrot, der gestern. Schnell du Xaver Zembrot sagen. Wollte ich gerade sagen, ich habe mich jetzt schon beim Zuhören dreimal die Zunge verschluckt. Xaver Zembrot. Und mit der ja auch Geburtstag hatte. Happy Birthday in die USA. Und der aber einfach seine Rolle kennt. Und das ist schon mal sehr angenehm zu wissen. Der kommt hier nicht, um mit dem Messer im Rücken sozusagen zu stehen und zu warten, dass Dino Topmöller dreimal verliert, damit er Cheftrainer wird. Grüße nach Dortmund. Grüße oder nach München damals mit Hansi Flick und Nico Kovac, ja. Wo dann sehr schnell der Co-Trainer dann in die erste Reihe gerutscht ist. Sondern Xaver Zembrot, wenn er seine Vita anguckt, der war immer Co-Trainer. Und dieses spanische, wie Armin Reutersson. Es gibt halt, oder es gab ja noch Peter Hermann. Das sind einfach so Männer, die fühlen sich da einfach vielleicht in der zweiten Reihe Gerland auch wohl, irgendwann. Um den Input zu geben. Und daher sehe ich das auch eher positiv, aber die Bedenken von Basti sind trotzdem richtig, weil das schon so ein bisschen wirkt, Gott jetzt. Aber andererseits, wir wollen immer, dass sich die Verantwortlichen hinterfragen, dass sie auch irgendwie eben zeigen. Das haben sie jetzt gezeigt. Sie haben halt gesagt, sie sehen den Hebel nicht darin, einfach den Trainer und sein Team rauszuwerfen, sondern sie sagen, okay, wenn wir mit dem Trainer weitermachen, müssen wir eben woanders noch an den Stellschrauben drehen. Und so macht man das mit einem Kader auch. Im Endeffekt, daher ganz ehrlich, so im Endeffekt nicht. Ist es an Dino Topmöller selber, die Zweifel, die ich habe, einfach wegzuspülen, indem es funktioniert. Ich finde es vom Management her eine super Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war genau das, was ich gefordert habe, was wir in der letzten Saison, schon in der Rückrunde, hatte ich das immer wieder erwähnt. Und ich finde die Tatsache, dass dann auch Dinge korrigiert werden, total richtig und wichtig. Ja. Weil im Endeffekt ist es, wenn du Dinge siehst und sagst, okay, du gehst nicht den kompletten Weg und du holst einen neuen Trainer, sondern sagst, du passt Dinge an. Man muss auch sagen, ne, ich meine, wir wissen alle, die letzte Saison ist von der Emotion her nicht optimal gelaufen. Darüber brauchen wir nicht mehr sprechen. Punktetechnisch war das aber durchaus okay. Die Platzierung war super. Also, und jetzt kommen wir natürlich in eine Saison, wo viele Spieler nicht komplett neu sind, sondern einen zweiten Anlauf nehmen, vielleicht noch eine nächste Evolutionsstufe erreichen, wie so Pokémons oder sonstige. Also dementsprechend, ich glaube, wir können mit einigem Optimismus wirklich dahin gucken und mit diesen Adjustments, mit diesen Anpassungen im Co-Trainer-Bereich, glaube ich, dass auch ein neuer Dino Topmöller zu neuen Höhen uns führen kann. Und ich merke, der Optimismus ist da. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr sagt. Wie gefällt euch das, was bislang passiert? Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Elegant. Filigran. So, ihr Lieben, das war die erste neue Folge Fußball 2000 in der Saison. Wir haben angefangen mit einem Trainingsrückblick und so weiter und so fort. Ihr habt das alles gesehen. Guckt doch mal rein in unsere anderen Folgen, die wir zuletzt veröffentlicht haben. Unter anderem, was ich total geil fand, war dieses Tier-Ranking hier zu den Stürmern. Da haben wir ein bisschen überlegt, wer sind so die Top-Stürmer, die Legenden der Eintracht und wen? Naja, wen müssen wir wegschicken? Wer bekommt Stadionverbot von ehemaligen Stürmern? Klickt euch da mal rein, guckt mal, was wir da so fabriziert haben.